Also gut, ich werde Sie jetzt durch die Grundlagen der Pionierausbildung führen. Hallo, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, und willkommen zurück zu Let's Play Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad. Platzieren Sie sie bei der Tür und dann nichts wie weg. Mhm. Ja, wir müssen hier kurz eine Ausbildung zum Pionier jetzt hier absolvieren. Entdeckung! Ausgezeichnet! Gehen Sie jetzt zu dem Panzer! Das war einfacher Sprengstoff. Jetzt nehmen wir Panzerabwehrgranaten. Nehmen Sie eine Ihrer Panzerabwehrgranaten. Genau so. Werfen Sie damit auf den Panzer und treten Sie zurück. Mhm. Ein Panzer weniger. Gehen Sie in das Gebäude auf der anderen Straßenseite. Das ist auch eine von diesen bekannten Haftminen, die an den Panzer da angebracht wurden im Krieg. Ich glaube, die Briten hatten auch sowas ähnliches. Ausgezeichnet. Und wieder ist ein Bolschewikenpanzer zerstört. Nicht vergessen, das Panzerabwehrgewehr hat nur begrenzte Feuerkraft. Zielen Sie also auf die Schwachstellen des Feindpanzers. Ketten, Fahrwerk, Turm und so weiter. Leben Sie wohl und viel Glück. Alles klar. Victory. We'll all get iron. Das ging richtig schnell. Gut, machen wir weiter. 14. Oktober 1942. Platz des 9. Januar. Unsere Angriffe in diesem Teil der Stadt sind ins Stocken geraten. Hauptsächlich durch die Verteidigungsstellungen, die die verdammten Russen in den Ruinen errichtet haben. Wir sind nur 300 Meter vom Fluss und der Landungsbrücke entfernt, über die sie ihre Verstärkung heranschaffen. Deshalb ist sie dem Feind so wichtig. Täuscht euch nicht, Männer. Das hier wird hart. Wir sind nicht die Ersten, die in so eine üble Situation beordert werden. Und wir werden es schaffen. Pioniere, ich will, dass ihr alles in die Luft jagt, was irgendwie im Weg ist. Ich will nicht auch noch den Rest des Bataillons wegen eines verdammten Hauses verlieren. Also, Männer, hört zu. Wir werden Schritt für Schritt vorgehen. Den Anfang macht das zerstörte Voyentalk-Gebäude. Aber passt auf die Bolschewiken oben in der Ruine auf. Danach sammeln wir uns und greifen die nächste Ruine an. Sabolotny, oder wie das Ding bei den Ruskis heißt. Das wird gefährlich. Also MG und Scharfschützen bitte nach oben hin decken. Der Rest von euch geht rein und schießt auf alles, was sich bewegt. Dann kommt die Stelle, an der alle anderen gescheitert sind. Das Pavlov-Haus. Wir brauchen Deckung durch MG und Rauch, um über die Straße zu kommen. Oder wir rennen wie der Teufel. Wir gehen am westlichen Ende rein und räumen etagenweise auf. Arbeitet zusammen. Gebt euch gegenseitig Deckung. Wenn wir am westlichen Ende eingedrungen sind, arbeiten wir uns bis zur Ostseite durch und treiben Herrn Pavlov raus aus seinem Loch. Alles klar? Gut. Alle Mann auf ihre Positionen und dann los. Viel Glück. Alles klar. Die Aufgaben sind klar und deutlich. Wir sind keine Feiglinge wie die Russen, die ehrlose Verbrechertaktiken anwenden. Wir können noch gewinnen. Für Deutschland! Alles klar, Jungs. Ich höre deinen Panzer. Ach du verdammte Kacke. Schnell, 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 schnell. Wie? Mal. Tschüss. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass das nicht der einzige hier war. Ich glaube, es werden gleich noch mehr kommen. Thank you.
Zwei auf einmal. Verdammt. Ja, da hatte ich keine Chance. Wir haben noch zwei. Uiuiui. So, jetzt haben wir Verstärkung bekommen. Jetzt können wir wieder mal durchstarten. So, das Gebäude ist gesichert. Jetzt weiter zu der Ruine. Ich kann nicht gut gebrauchen. Will einfach nicht kaputt gehen. Was soll das? Jetzt habe ich überhaupt gar keine Munition mehr. Dann muss ich wohl jetzt auf Kamikaze machen. Perfekt. Oh, ist da noch einer? Ah, das hat er überlebt. Ja, ist klar. Du verdammter... Fürs Vaterland! Jawohl!
Ziel wird erobert. Jungs, greift das Haus an, verdammt nochmal, steht da einfach nicht rum. Das Haus lässt sich nicht von alleine hier reinnehmen. Ja, weiterkämpfen. Weiter so. Mist. Weiter geht's, Jungs. Das ist einfach purer Wahnsinn, ey. Komm schon! Soldaten, sichert das Gebiet! Schießt er? Ah, da bist du ja.
schießen! Jungs, weitermachen, weitermachen. Geschafft. Boah, Junge, das war... Das war mächtig. Attacke und Verteidigung. Angriff und Gegenangriff. Überall Brände, Schreie, Mörser und Artilleriefeuer. Stalingrad ist zu einer brodelnden Hölle geworden. Schutt wurde zu Festungen. In zerstörten Fabriken lauern tödliche Scharfschützen. Hinter jeder Drehbank, jeder Maschine lauert der jähe Tod. Aus jedem Winkel droht ein plötzlicher Kugelhagel aus einem automatischen Gewehr. Wir müssen den Verteidigern buchstäblich jeden Zentimeter Boden abbringen. Oberst Herbert Selle, Pionierabteilung 6. Armee. Willkommen beim 6. Panzerersatzbataillon, Soldat. Bevor wir Sie zu Ihrer Einheit schicken, wollen wir kurz sehen, ob Sie wissen, was Sie tun und eventuelle Schwachstellen in Ihrer Ausbildung finden. Sie werden die einzelnen Mannschaftspositionen besetzen, damit wir einschätzen können, welche am besten für Sie geeignet ist. Okay, wir machen jetzt eine Panzerausbildung. Sehen Sie sich im Panzer um, machen Sie sich damit vertraut. Wenn ein Geschoss durchschlägt, können die Besatzung verletzt und Systeme beschädigt oder zerstört werden. Auf dieser Position könnte das Schaltung, Getriebe oder andere Teile des Antriebs sein. Direkt hinter Ihnen steht ein großer Behälter mit Munition für das Hauptgeschütz. Die Anzeigen neben dem Fahrer geben Aufschluss über die Schäden und den Zustand des Motors, der sich im Heck des Panzers befindet. Das Panzer 4-Modell hat einen Schlitz an der Seite, durch den Sie ein kleines seitliches Sichtfeld haben. Öffnen Sie die Luke und sehen Sie hinaus. Blicken Sie durch das Episkop. Fahren Sie vorwärts, um ein Gefühl für die Steuerung zu bekommen. Also der Panzer lässt sich auf jeden Fall richtig gut steuern, also da bekomme ich keine Probleme. 30 Tonnen, damit kann man Hindernisse. Gut. Übernehmen Sie jetzt die Kommandantenposition. Denken Sie daran, wenn jemand von der Besatzung getötet wird, müssen Sie durch den Panzer kriechen, um den Mann zu ersetzen. Das dauert eine Weile und das sollten Sie einkalkulieren. Mit dem Kopf in der Kuppel können Sie in relativer Sicherheit durch das Panzerglas sehen. Die beste Sicht haben Sie natürlich, wenn Sie die Kuppel komplett öffnen. Aber dann sind Sie natürlich leichte Beute für Scharfschützen. Öffnen Sie die Luke und sehen Sie hinaus. Von hier aus können Sie dem Fahrer eine Richtung angeben. Probieren Sie es mal. Folgen Sie jetzt der Straße bis zum MG-Stand. Gut, der Panzer 4 hat zwei Maschinengewehre. Eins am Bug, das andere koaxial zum Hauptgeschütz oben montiert. Übernehmen Sie unten die Position des MG-Schützen. In dieser Position könnte das Bug-MG beschädigt werden, ebenso die Kette und die Triebräder draußen. Die Hauptbenzintanks liegen hinter Ihnen unter dem Geschützboden. Wenn Sie getroffen werden, könnte ein Feuer ausbrechen. Schießen Sie mit dem Bug-MG auf die Ziele. Gut gemacht. Und jetzt im Einzelschussmodus. Feuer frei. Gut gemacht.
Nehmen Sie jetzt den Platz des Richtschützen im Turm ein. Hier befinden sich viele der wichtigen Geschützsysteme, die beschädigt werden können. Die Optik und das Turmschwenkwerk, sowie das Hauptgeschütz selbst. Schießen Sie mit dem Koax-MG auf diese Ziele. Guter Schuss. Übernehmen Sie jetzt die Kommandantenposition. Befehlen Sie jetzt Ihrem Fahrer, den Panzer für eine Schießübung dort auf den Hügel zu bringen. Los, los! Los jetzt! Und ab! Jawohl! Also ich kann auf jeden Fall sagen, der Panzer lässt sich auf jeden Fall richtig gut steuern und ich habe da auf jeden Fall keine Probleme. Befehlen Sie jetzt Ihrem Fahrer, vor allem, ich finde es auch richtig cool, wie der Panzer auch im Inneren da aussieht. Also ich finde es richtig gut, dass die Entwickler auch uns gezeigt haben, wie das da im Inneren des Panzers alles da passiert. Heutzutage sieht man sowas nicht oft. Richtig interessantes Detail. Los, los, Bewegung! Jawohl! Befehlen Sie jetzt Ihrem Fahrer, den Panzer für eine Schießübung dort auf den Hügel zu bringen. Ja, was glaubst du, was ich hier mache? Das reicht. Jetzt folgen die Schießübungen. Stellen Sie im Zielfernrohr die richtige Entfernung ein. So, und jetzt zum Platz des Richtschützen. Feuern Sie mit Hauptgeschütz und panzerbrechender Munition auf die Zielfahrzeuge. Sie sollten sich die verwundbaren Stellen feindlicher Fahrzeuge genau einprägen. Panzerplatten sind unterschiedlich dick und stehen in unterschiedlichen Winkeln. Zielen Sie am besten auf die Seiten und das Heck. Dann ist die Chance am größten, dass die Geschosse durchschlagen. Mhm. Positionieren Sie Ihren Panzer so, dass die Geschosse möglichst gerade auf den Feind treffen. Sie riskieren andernfalls, dass der Schuss einfach abprallt. Ich glaube, der kriegt irgendwie nicht so viel ab, oder? Hauptsache er qualmt, das ist schon mal ein gutes Zeichen, aber er will irgendwie nicht kaputt gehen. Jetzt. Ja, meine Leute, den Panzer durch das Tor, dann sind sie fertig. Leben Sie wohl und viel Glück. Los, Tempo, Leute! Los! Jawohl! Jawohl! Und ab! Jawohl! Ist das euer Ernst? Vorwärts! Jawohl! Nach links! Jawohl! Links! Jawohl! Halt! Jawohl! We have won the battle for Germany! Gut, die Ausbildung ist abgeschlossen. Machen wir weiter. 13. November 1942. Hinter der Geschützfabrik Barrikadi. Guten Morgen, Männer! Mit diesem Angriff wollen wir die letzten russischen Verteidigungsstellungen vor dem Fluss zerstören. Also, rechnet mit erbittertem Widerstand. Wir haben Pioniere und Panzerunterstützung, also nutzt sie. Der Panzer soll sich auf Verteidigungsstellungen konzentrieren, die unsere Infanteristen behindern. Greifen Sie nur dann feindliche Panzer an, wenn sie eine Gefahr für Ihre Aufgabe darstellen. Halten Sie sich zur Verfügung und geben Sie unserer Infanterie Deckung und Unterstützung. Gebäude 81 zuerst, um den Weg für den Angriff freizumachen. Es handelt sich um ein kleines Gebäude. Erobern Sie es schnell und ohne Verzug. Danach müssen wir in das Haus des Kommissars von der Nordseite aus. Setzen Sie HE-Munition ein, um den Vorstoß der Infanterie zu decken. Und eliminieren Sie sämtliche Iwans, die Sie sehen. Die Infanterie durchkämmt dann das Gebäude bis zum Südende, während die Panzerunterstützung draußen mitgeht. Wenn möglich, soll die Panzerunterstützung vorausfahren und russische Verstärkung aufhalten. Aber seid vorsichtig.
Ohne Unterstützung durch Infanterie ist das riskant. Der letzte Schritt ist die Räumung des Apothekengebäudes dahinter. Setzen Sie HE-Rauch und MGs ein. Wir brauchen jede Unterstützung, die Sie geben können. Die Infanterie muss das verdammte Gebäude einnehmen. Vielen Dank. Macht euch bereit. Das kommunistische Regime passt klar für diese Rabenzielen. Wir müssen sie aus der Unterdrückung befreien. Bremsen, jawohl. Ist klar, dann wollen wir jetzt mal als Panzerfahrer das Ganze machen. Ich hoffe, es klappt. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass die ich habe auf jeden Fall gehört, dass die Steuerung bei Red Orchestra ein bisschen, also was die Panzer angeht, dass die Panzersteuerung hier ein bisschen, naja, also man muss sich da auf jeden Fall einüben. Aber ich komme auf jeden Fall gut damit klar. Also ich habe da jetzt auf jeden Fall keine Probleme. Ja, perfekt, einen haben wir schon mal. Sogar nach einem Schuss. Manchmal brauchen die mehr, aber bei diesem war nur ein Schuss und dann war es das. Oh, verdammt. Da ist noch einer. So, jetzt haben wir schon drei. Ich finde es auch richtig gut, wie da auch die Nachlade... Die Nachladeanimation da gemacht sind. Also wie man da den ganzen Prozess verfolgt, wie das Ganze da nachgeladen wird, etc. Also ich finde das richtig gut von den Entwicklern gemacht. Moment. Dieses verdammte Land irgendwo da draußen. Ja, ganz gut. Im Moment. Ich glaube, ich habe ihn. Irgendwo will ich da noch gerade beschossen. Ist auf jeden Fall aber nicht von diesem Gebäude. Es war irgendwie irgendwo links. Geladeschütze zu 39ern wechseln. Zu Sprengmunition wechseln.
Kein Panzer weit und breit. Macht hinne, Jungs, macht hinne. Geladen. Los, vorwärts. Ja, hau mir bloß nicht ab. Ich krieg dich. Ich kaputt, verdammt. Perfekt. Das ist jetzt, wenn ich mich nicht irre, der vierte Panzer, den wir jetzt hier vernichtet haben. Den anderen hat der andere Panzer vernichtet, das zählt nicht. Oh, verdammt! Ladeschütze, AP laden! Geladen! 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 Ist der überhaupt besetzt? Der bewegt sich irgendwie nicht. Ich glaube, da ist keiner drin. Natürlich ist er besetzt, verdammt nochmal. Ich brauche AP-Munition. Geladen. Oh, geht doch. Weiter so. Los, vorwärts. Jawohl. Links. Geladen. Reif. Jawohl. Er hat mich ausgetrickst, dieser kleine Pisser. Noch einer. Sag mal, wie viele T-34er gibt es denn hier, bitteschön? Wenn wir so weitermachen, dann haben die bald keine Panzer mehr. Ist noch einer. Verdammt! Oh je, oh je. Ziemlich beschädigt, aber das Ding läuft noch. Was machen die denn hier bitte schon? Ich dachte, die sind weiter vorgerückt, aber nein, die bleiben hier einfach stehen.
Geschütze zu 39ern wechseln. Geladen! Geht doch kaputt, verdammt! Das Spiel will mich verarschen, oder? Geladen! Geht doch! Ziel zerstört! Geladen! Los, vorwärts! Jawohl. Links! Noch ein direkter Treffer über den Wall! Links! Jawohl! Halt! So links, los! Wie gesagt, manche Panzer brauchen nur einen Schuss, um zerstört zu werden, andere brauchen da mehr. Seid vorsichtig! Halt! Jawohl! Entdeckung! Wir sind immer noch mobil, Panzerführer. Ist noch einer. Der Bogen ist getroffen. Gib Gas, weg hier. Rückwärts. Jawohl. Geladen. Geladen. Geschossen getan. Los. Los. Bringen Sie uns in Deckung sofort. Jungs, weiter schießen. Ja.
Es war ein Versuch wert. Leute, vernichtet das Ziel! Rauch ist raus! Meine Güte. Also, diese Mission hat es wirklich in sich. 13. November 1942. Hinter der Geschützfabrik Barrikadi. Verdammt! Schnell, Männer, beeilt euch! Die Russen sind zum Gegenangriff übergegangen. Tja, uns wurde ja gesagt, dass sie das Gebiet nicht kampflos räumen würden. Wir müssen Zeit gewinnen, bis der Rest des Bataillons hier ist. Wir müssen die Linie mit dem wenigen, das wir hier haben, halten. Und das seid ihr, Männer! Alles, was wir jetzt erreicht haben, steht ohne eure Entschlossenheit wieder auf dem Spiel. Lasst eure Kameraden nicht umsonst gestorben sein. Nehmen Sie Ihre Scharfschützen und bringen Sie sie im Vorführraum in Stellung. Von dort aus haben Sie ein gutes Schussfeld. Scharfschützen schießen am besten von den oberen Fenstern aus, während der Rest des Trupps das Erdgeschoss hält. Hier muss jetzt jeder Schuss sitzen. Wählen Sie Ihre Ziele sorgfältig aus, aber tun Sie es schnell. Wir müssen den Vorführraum halten, aber wenn es nicht geht, ziehen Sie sich zu Gebäude 81 zurück. Das ist keine gute Verteidigungsposition. Setzen Sie das Panzerabwehrgewehr ein, falls der Feind mit Panzern anrückt. Die Bolschewiken wollen das hier zurückhaben. Und sie werden auch nicht zurückschrecken. Ihr seid alles, was wir haben. Es tut mir leid, aber wir müssen das tun. Wir haben keine Wahl. Und jetzt geht. Gott sei mit euch. Sie dürfen heute nicht durchbrechen, Männer. Wir müssen dieses Gebiet halten. Denkt daran, ich bin bei euch. Ist klar, dann wollen wir mal das verteidigen. Verdammte Kacke. Die haben schon sofort mit der Artillerie da angefangen. Kommen die schon? Die Jungs, die kommen von der anderen Seite. Jetzt zählt die komplett in die falsche Richtung. Wie viele gibt es davon denen? Hinter dir, Mann! Hinter dir!
Wenn die uns gleich überrennen, dann sind wir richtig im Eimer. Geschafft. 38 Feinde haben wir getötet. Boah, Junge, Junge. Machen wir weiter. Es wird allmählich immer kälter. Dauerregen und sogar Schneeschauer kündigen die nächste Jahreszeit an. Den russischen Winter. Werden wir ihn hier erleben? All dies erschwert uns das Kämpfen noch mehr. Die Verluste an Männern und Material sind so sehr gestiegen, dass es einfach unvorstellbar ist, dass die Einheiten, die von Anfang an dabei waren, noch lange einsatzfähig sein werden. Leutnant Joachim Stempel, Panzergrenadierregiment 103. 20. November 1942, nordwestlich von Stalingrad. Hört mir gut zu, Leute. Die Sowjets versuchen, durch die Linien hier auf dem Flugplatz zu stoßen. Wir müssen sie aufhalten, sonst werden sie mit ihren Panzern bald unseren Flugplatz und das Hauptquartier überrollen. Sie greifen mit voller Kraft an. Wir müssen mit einer großen Anzahl von T-34 rechnen. Wir haben die besseren Waffen, aber sie sind in der Überzahl. Also unterstützt euch gegenseitig. Wir werden Verteidigungslinien errichten und lassen uns nur zurückfallen, wenn unsere totale Vernichtung droht. Aber wir müssen das Gebiet halten. Die erste Verteidigungslinie ist der Flugplatz. Wenn wir schnellstens dort sind, können wir den Feind in offenem Gelände erwischen. Zieht euch, falls nötig, zu den zerstörten Verwaltungsgebäuden zurück. Ihr könnt auch bis zum Feld für die offenen Flugzeugschutzbunker zurückfallen, wenn es sein muss. Aber gebt nicht zu schnell auf. Die letzte Verteidigungsposition, die unbedingt gehalten werden muss, um einen kompletten Durchbruch der Russen zu verhindern, ist das Gebiet um Gumrak. Wenn wir uns so weit zurückziehen müssen, bleibt uns kein Ausweg mehr. Der Feind muss dort vernichtet werden. Ihr alle wisst, was ihr zu tun habt. Wir sehen uns nach der Schlacht. Alles klar. Soldaten, ihr werdet dieses Gebiet halten! Unser Oberkommando will diese Stadt und wir werden nicht versagen! Gut, Jungs, auf zum Flugfeld. Da sehe ich die schon. Komm schon, geh kaputt. Klar, der erste ist vernichtet. Nummer 2. Da kommen noch mehr.
Das war Nummer 3. Perfekt, Nummer 4. Perfekt. Seid auf alles gefasst. Geladen. Ziel zerstört. Sind hier irgendwo. Seid wachsam. Ich bin immer wachsam. Waren das jetzt alle Panzer oder kommen da noch mehr? Ich brauche Sprengmunition. Alles funktioniert, Panzerführer. Perfekt. Ich glaube, wir haben alle jetzt vernichtet. Es kommen keine weiteren mehr. Und sogar Artillerie anfordern. Das ist gut. Ja, da kommen noch mehr. Das ging aber mal schnell. Warum stehen die da einfach? Warten die da auf irgendjemanden? Geladen! Ziel zerstört! Das sind schon 7 Panzer, wenn ich mich nicht irre, die wir da zerstört haben. Vorwärts los! Jawohl! Rechts! Rechts! Geladen! Im Rückwärts! Jawohl! We have won the battle for Germany. 12 haben wir vernichtet. Man hört nichts anderes mehr als den Rhythmus von Explosionen. Mehr oder weniger weit entfernt und gewaltig. Da sind die Schreie der Verwundeten oder der qualvoll Sterbenden, die mit ansehen müssen, wie Teile ihres Körpers zu Brei werden. Tragische, unglaubliche Szenen, bei denen sich einem unaufhörlich der Magen umdrehen will. Gedärme im Schutt verteilt und von einem Sterbenden auf einen noch Lebenden ergossen. So haben wir den Vormarsch der Deutschen miterlebt. Unbekannter Soldat, 6. Armee. Glückwunsch zu Ihrer Beförderung, Leutnant. Sie sollten das alles bereits gelernt haben, aber wir werden trotzdem ein bisschen unter realen Bedingungen trainieren. Wir haben hier im Bunker Funkkontakt mit der Artilleriedivision und einem Aufklärungsflugzeug der Luftwaffe. Ah, okay. Benutzen Sie jetzt das Funkgerät. Jetzt machen wir hier die Kommandantenausbildung, wo uns hier beigebracht wird, wie wir hier Artillerie rufen können. Um zu erfahren, ob feindliche oder verbündete Kontakte gemeldet werden. Gehen Sie raus und werfen Sie einen Blick auf das Dorf hinter dem Tal.
Gut. Sehen Sie jetzt durch das Fernglas. Richten Sie in diesem Dorf eine Artilleriezielstellung ein. Ja, das dürfte gehen. Gehen Sie wieder rein zum Funkgerät. Gleich macht es Boom. Wir fahren dann mal die Raketenartillerie. Bataillon hier, Zugführer! Bataillon hier, Zugführer! Brauchen Feuerunterstützung. Kartenreferenz 46485C4. Erbitte Nebelwerfer, sofort! Zugführer an Bataillon! Nebelwerfer! Hohoho! Das ist die deutsche Variante der Katyusha-Raketen. Nur soweit ich weiß, können die Nebelwerfer von 6 bis 12 Raketen schießen. Katyusha konnte mehr. Sieht aus, als wären ihre Männer bereit. Schicken Sie sie los, um das Dorf anzugreifen. Vorwärts, das Ziel so, der Angriff geht los. Ich rufe nochmal die Artillerie. Wir haben da nicht alle Feinde getroffen. Bataillon hier, Zugführer! Bataillon hier, Zugführer! Brauchen Feuerunterstützung! Kartenreferenz 46485C4. Erbitte Artilleriefeuer! Sofort! Zugführer an Bataillon! Zugführer, hier Bataillon! Werfer feuern auf Ziel bei... Das kann keiner überlebt haben. Leben Sie wohl und viel Glück. Alles klar, wir haben es geschafft. Ausbildung ist beendet. Again, we have crushed our enemies. Machen wir weiter. 21. November 1942. Stahlwerk Roter Oktober. Guten Abend, Männer. Dies ist eines der letzten Bollwerke der Bolschewiken. Und wir wurden dazu auserwählt, es zu zerstören. Die Fabrik ist seit Wochen umkämpft und liegt in Trümmern. Daher findet der Feind dort jede Menge Deckung. Wir greifen bei Nacht an, damit die Schweine uns nicht kommen sehen. Ich muss euch nicht erklären, wie überaus wichtig dies ist. Ich weiß auch, dass ihr alle müde seid, aber wir stehen wirklich kurz vor dem Ende. Wenn wir den Feind hier aufreiben, bleibt nicht mehr viel Widerstand übrig. Wir sollten sie in der Plattenverarbeitungshalle überrumpeln, auch wenn der Überraschungseffekt nicht lange anhalten wird. Wenn wir auf den Schmiedebereich vorrücken, müssen wir mit wachsendem Widerstand rechnen. Falls wir Glück haben, erwischen wir sie alle im Schlaf. Doch das bezweifle ich. Die Kalibrierungswerkstatt wird vermutlich eine noch schwierigere Aufgabe. Wir müssen offenes Gelände überqueren, um dorthin zu gelangen. Und die Trümmer im Inneren bieten den Roten gute Deckung. Setzt Granaten und Rauch ein. Wenn wir diese Werkstatt ausheben können, gilt unser letzter Vorstoß dem Lager für fertige Produkte. Dafür müssen wir wieder über offenes Gelände, also seid vorsichtig. Ich erwarte Feuerschutz durch MGs und Rauchbomben durch die Truppführer, damit die Soldaten da reinkommen. Der Feind wird bis zum letzten Mann kämpfen. Direkt hinter diesem Lagerhaus ist der Fluss. Abhauen können die Russen also nicht. So, machen wir sie fertig, Männer! Alles klar. Und ja, das ist die letzte Mission der Kampagne der Wehrmacht. Es sind nur noch kleine Widerstandsnester übrig. Jetzt geht raus und säubert das Land von diesen Bolschewiken. Alles klar, Jungs. Los geht's. Feind gesichtet! Angriff auf dieses Gebiet. Artillerie im Anmarsch!
Weiter geht's, Jungs. Ist hier eine verkrochen. Das sollte reichen. Ich habe für dir eine kleine Überraschung. Wir warten jetzt kurz, bis das Mörserfeuer da alles gesäubert hat und dann greifen wir an. Jungs, bleibt auf euren Positionen. Noch nicht rauslaufen. Vorwärts. So, weiter geht's. Leute, vernichtet das Ziel. Jawohl. Angriff auf dieses Gebiet! Ich habe die Markierung da gelassen für alle Fälle. Falls die Situation gleich hier heikel wird, könnte ich dann wieder die Mörser mal rufen. Die halten das Gebäude richtig gut stand.
Ich habe alleine die ganze Werkstatt hier gesäubert. Hey. Donnerwetter. Dafür muss auf jeden Fall dieser Soldat eine Auszeichnung bekommen. Das ist nicht unsere Artillerie. Wobei, warte mal. Wenn das Lager da von der Artillerie beschossen wurde, dann ist es unsere. Männer, sichert dieses Gebiet. Aber es ist auf jeden Fall nicht die, die ich da gerufen habe. So, wartet Jungs, Moment. Da gibt es Funk. Ich rufe mal gleich wieder Mörser. Damit wir da ein bisschen Bombenunterstützung haben. Bataillon, hier Zugführer. Bataillon, hier Zugführer. Brauchen Feuerunterstützung. Kartenreferenz 4640 85 C4. Erbitte Mörserfeuer, sofort. Zugführer an Bataillon. Zugführer, hier Bataillon. Das Mörserfeuer soll sie mal für eine kurze Zeit mal aufhalten. Währenddessen können wir dann hier das, den ganzen Lager hier auch gut übernehmen. Das waren alle. Jetzt sind es alle. Hoffentlich. Wir haben es geschafft. We'll all get iron crosses for this. Kampagne abgeschlossen, würde ich mal sagen. Die Schlacht um Stalingrad war brutal für unser Vaterland. Doch ein Sieg stand nie in Zweifel. Die Bolschewiken haben hart gegen die ihnen weit überlegenen Truppen gekämpft. Doch trotz all ihrer Bemühungen wurden fast alle feindlichen Einheiten am Westufer der Wolga vernichtet. Und die deutsche 6. Armee besetzt nun den Großteil der Stadt. Sowjetischen Widerstand gibt es nur noch in ein paar Schlüsselgebieten. Doch auch die werden bald fallen. Wir werden in den letzten Tagen der Schlacht keine deutschen Leben sinnlos opfern. Daher kommen jetzt kleine, handverlesene Einheiten zum Einsatz, um die letzten Widerstandsnester auszuräuchern. Ich bin der festen Überzeugung, dass die harte Arbeit nun endlich hinter uns liegt und ganz Stalingrad bald in deutscher Hand sein wird. Die Chancen stehen gut, dass wir bald als Helden gefeiert nach Hause zurückkehren, unsere liebenden Frauen und unsere Kinder in die Arme schließen können und ein freudiges, warmes Weihnachten feiern werden. Nach Monaten erbarmungsloser Kämpfe kann ich mir kein schöneres Geschenk für die Männer vorstellen. Spoiler, es wird für die kein schönes Ende geben, denn die Sowjets werden denen einen sehr, sehr harten Schlag versetzen.
Ja, die Achsenmächte-Kampagne haben wir geschafft. Doch im nächsten Part geht es weiter dann mit der sowjetischen Kampagne. Und da legen wir richtig los. Also, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, schaltet auf jeden Fall beim nächsten Part ein. Dort werden wir sehen, wie die Kampagne dann ablaufen wird.